Hallo Slotblock-Freunde, wir setzen unseren wissenschaftlichen Test mit dem Porsche 911 RSR auf der Carrera Digital 124 Bahn fort. Ergebnis aus dem ersten Test habe ich hier noch auf Papier. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, hier oben in der Infobox kommt der Link, da könnt ihr erstmal reinschauen. Ergebnis aus diesem Test ist noch aufgebaut in der Boxengasse auf der Seite hier, grüner Porsche, Golf Porsche, das waren unsere Spitzenreiter und mit fast 4/10 hinten dran unser weißer 911er, der hier ganz am Rand steht. Und mit diesem Zustand, der am Ende des Videos auftrat, fangen wir heute an, da steigen wir ein und wir wollen jetzt mal Folgendes ausprobieren. Das erste ist, wir fahren jetzt einfach nochmal mit dem langsamsten ein paar Runden und schauen mal, ob die Zeit immer noch so ist wie im Test 1. Noch wichtig, Hintergrundinformation, wir haben das Video gerade kurz jetzt vorher gedreht, somit Strecke und so alles noch identisch, auch wenn ihr jetzt dieses Video ein paar Tage später erst seht. Also wir checken mal, wo liegt jetzt der weiße 911er. Der Tobias auch wieder dabei. Er fährt jetzt gerade den 911er und wir schauen mal, ob wir die 10.4 allein durchfahren, jetzt noch ein bisschen runterkriegen. Wir können auch da bei dem Auto mal noch die Bremseinstellung vielleicht verstellen, aber die Runde sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ob die schneller ist als eine 10.4, kann uns dann nur die Uhrzeit verraten. Wir haben uns da auch schon öfters mal verschätzt. Was meinst du, Tobias? Wo stehen wir? Fühlt sich gut an. Ich fahre jetzt noch mal eine schnelle Runde. Nee, okay, das war schon mal nix, aber... Nee, die war nix. Ich versuche es jetzt gleich nochmal, weil er fühlt sich nicht schlecht an. Ich habe das Gefühl, er hat mehr Grip aufgebaut. Ich will es jetzt wissen und dann schauen wir auf die Zeit. Ja, hier war das Heck auch schon wieder. Also die lange Gerade hier mit dem Knick geht immer noch nicht voll. Oh, und da war jetzt ein Stromproblem. Nee, ich glaube, schneller wird es nicht. Ich ziehe nochmal ab und ich... Oh, jetzt ist er da hinten fast ganz stehen geblieben. Ich ziehe nochmal ab. Stell die Schleife noch mal ein bisschen auf und dann sage ich, dass da eine 10.3 mindestens drinnen ist. So, nochmal neu abgezogen, nochmal die Schleife kontrolliert, weil wieder Stromproblem aufgetreten ist. Es fühlt sich gut an und ich muss ehrlich sagen, der hat mittlerweile sehr viel Grip aufgebaut. Ich kann es mir selber nicht erklären, warum. Da hinten war jetzt ein kurzes Stromproblem. Oh, hier auch, hier ist er jetzt stehen geblieben. Ich hole mir jetzt doch nochmal die Zange, dann lösen wir das Problem. Aber der Grip passt, muss ich sagen. So, ich drücke die Schleife erstmal ein Stückchen zusammen und jetzt gehe ich nochmal mit der Zange drauf, dass es halt hier eben möglichst dicht beisammen ist, aber trotzdem noch die Bahn ja, bestmöglich berührt in der Breite. Das mache ich hier hinten jetzt auch nochmal. Erstmal so ein bisschen zusammendrücken und dann nochmal hier drauf gehen. Vielleicht verwinden die sich dann innerlich auch nochmal ein bisschen. Und das schaut jetzt wirklich gut aus. Ich würde sagen, damit gehe ich jetzt nochmal auf die Bahn und dann sollte da eine gute Zeit drin sein. Wichtig noch zur Zange, vielleicht kannst du die nochmal kurz aufmachen, dass die ist innen flach, die hat keine Riffelung. Mit einer Riffelung würde ich die Schleife ja beschädigen und beziehungsweise noch mehr verbiegen. Schleife haben wir schon ausgerichtet, jetzt ziehen wir hier nochmal ab, um hier maximalen Grip auf dem Reifen zu haben. Auch hier kommt einiges runter. Wir fahren in die Einführungsrunde und schauen jetzt mal, wo wir landen. Die 10.4 sollten auf jeden Fall dann noch zu schlagen sein, weil der Grip der Bahn sich jetzt verbessert hat. Die Reifen sind auch ein paar Mal abgezogen, sind richtig schön unterwegs. Das sieht gut aus, die Kurve auch gut erwischt. Jawohl, vom Klang her auch keine Stromprobleme jetzt mehr. Schnellste Rundenzeit war es jetzt noch nicht, vom Klang der Zeitnahme. Kurzes Heck verloren, das wird auch keine schnellste Runde. Sieht gut aus, auch gut. Hier war einmal zu schnell gebremst. Klingt gut. Ja, hier hat er jetzt wieder Stromprobleme gehabt, aber wir haben jetzt ein, zwei Mal den Ton für die Bestzeit gehabt. Also ich würde jetzt mal auf die Zeitnahme schauen, wo wir stehen. Es wird Zeit, euch die Zeit zu verraten. Und ich habe die hier gleich mal notiert auf Papier, dass wir einen Vergleich haben. Dieser Porsche war unser langsamster in Test 1 mit einer 10.4 und jetzt haben wir eine Zeit 9.84. Der Unterschied zwischen den Zeiten ist eigentlich hier nur, sagen wir mal, eine halbe Stunde, die wir gebraucht haben zwischen den Videos. Und warum wir jetzt auf einmal das ein und dasselbe Auto fast 4/10 schneller ist, versuchen wir mal rauszubekommen und fragen mal den Tobias. Ja, also ich kann es mir am Anfang auch nicht wirklich erklären, warum gerade der langsamste Porsche jetzt der schnellste geworden ist, aber ich habe da so eine Theorie. Und zwar in dem Fall die Reifen. Ich weiß noch, ich habe, bevor ich mit diesem Fahrzeug die schnelle Runde gefahren bin,
zwei, drei Einführungsrunden gemacht. Und der Reifen, wir sehen, wenn wir ihn hier abziehen, der ist besonders weich. Also wir sehen, der zieht sich hier richtig von der Felge runter. Das ist das gleiche Klebeband, also ist jetzt nicht stärker als das andere. Und der zieht sich ja wirklich fast von der Felge ab. Und man sieht, nach nur wenigen Runden ist auch wirklich viel Dreck drauf. Und meine Theorie ist jetzt folgende, dass dieser eben in den ersten ein, zwei Runden durch den weichen Reifen besonders viel Dreck aufgenommen hat und dann halt eben nicht mehr so viel Haftung hatte wie vielleicht die anderen Reifen, die zwar härter waren, aber eben dadurch auch nicht so viel Dreck aufnehmen konnten. So, der Theorie vom Tobias gehen wir jetzt mal nach. Also was man wirklich merkt, wenn man hier mit dem Daumen drauf geht und diesen Reifen mal einfach so reibt oder auch mal ein bisschen so bewegt, der fühlt sich anders an. Also wenn dieses Carrera-Logo hier nicht außen wäre, hätte ich einen Verdacht, dass hier manipuliert wurde, ein anderer Reifen aufgezogen wurde. Wenn ich mir nämlich irgendeinen beliebigen anderen Porsche nehme und mache da das Spielchen mit dem Daumen, der fühlt sich härter an, die Oberfläche glatter. Die Frage ist jetzt nur, warum ist es jetzt auf einmal anders als zu Beginn unserem Test Video 1? Wir sind ja hier immer noch in derselben Stunde sozusagen, auch wenn es zwei Videos sind. Und das ist schon ein sehr seltsames Phänomen, das man hat. Man hat es öfters mal, weil die Reifen sich halt einfahren, aber dazu müsste ich ja hunderte von Runden fahren. Haben wir jetzt hier nicht gemacht, wir sind immer nur ein paar Runden gefahren, habe abgezogen, aber wir merken dadurch, haben wir schon 4/10 rausgeholt und haben noch gar nichts getuned. Also das ist jetzt auch wieder eine ganz wichtige Sache, wenn ich mit dem Tuning anfangen will, erstmal so lang fahren, bis wirklich nichts mehr nach unten geht. Und das möchte ich jetzt auch nochmal gegentesten. Also wir sind hier auf Platz 1, das ist das einzige Auto, das unter 10 gefahren ist. Wir werden jetzt zum Testsieger aus dem Test 1 gehen und schauen, hat sich vielleicht auch die Bahn verändert jetzt in der Stunde, ist im Raum anders geworden, habe ich mehr Grip auf der Bahn. Wenn der jetzt auch viel schneller ist, dann haben wir irgendwie einen Einfluss außerhalb von den Autos. Bleibt es hier so, wie es im Test Nummer 1 war und nur der ist schneller, dann hat sich irgendwie auf magische Weise unser Reifen verändert und ist 4/10 schneller. So, Tobias, ich stelle dir den drauf. Ich mache ihn auch nochmal sauber. Ziehen wir mal ab. Auch hier ist es so Wahnsinn eigentlich. Tiefschwarz auf dem Klebeband. Und da ist jetzt auch wieder ein interessantes Phänomen, was mir jetzt noch auf eine neue Theorie bringt. Wenn ich den Reifen habe ich jetzt hier abgezogen und man sieht hier, ich habe nur von der Kante was weggebracht, also richtig viel. Wenn der Reifen jetzt in einem Zustand ist, der Richtung Austrocknen geht schon oder sich eben verändert, ich ziehe ihn hier ab und man sieht hier, ich nehme die Kanten weg. Das bedeutet, dass der Reifen ja eigentlich wie beim Schleifen plan wird, weil ich am Anfang ja nur auf Innen- und Außenkante fahre. Die Reifen haben so ein Tal in der Mitte und jetzt kann ich das plötzlich abziehen, links und rechts die Kanten und kriege somit immer einen besseren Reifen. Wenn die Theorie stimmt, fahren wir jetzt mit dem Auto auch unter 10 Sekunden. Das wird unser Tobias herausfinden. So, Professor, fahr mal los, Jawohl. Damit wir wissenschaftlich jetzt weiter erforschen können. Ist der Reifen das Phänomen hier? Oder unser Klebeband, vielleicht ist das auch irgendwie magisch oder verändert sich einfach doch noch der Grip auf der Bahn. Wie ist dein Eindruck im Vergleich zum Weißen? Sehr ähnlich tatsächlich, aber hier hinten hat er wieder Stromprobleme gehabt, immer wieder. Ich schaue mir noch mal kurz die Schleife an. Dann geht's los in den Test mit dem grünen Porsche. Abgezogene Reifen und wir versuchen hier diesen komischen Phänomen, das wir hier haben, mit dem weißen Porsche weiter auf die Schliche zu kommen. Tobias, wie fühlt sich der grüne an im Vergleich zum weißen? Der fühlt sich jetzt sehr gut an, ähnlich wie der weiße tatsächlich. Ich würde jetzt die Runde gerne mal konzentriert auf Zeit fahren. Gut, dann sind wir jetzt gleich ruhig und schauen mal, ob wir eine Top-Zeit hinkriegen. Da war ich jetzt irgendwie Heck verloren. Die ist auch leider verschwendet, die Runde. Der Vorführeffekt. Jetzt aber, hopp. Ja, jetzt hat's gepasst. Das sieht nach schneller Runde aus. Ich würde sagen, schauen wir uns mal die Zeitnahme an. Test 2 beendet. Wir haben jetzt ein richtig schönes Ergebnis. Aber nochmal zum Test 1. Da hatten wir 4/10 Unterschied zwischen dem ersten und dem letzten. Jetzt sind wir mit dem letzten vom Test 1 plötzlich eigentlich schnellster auf dieser Bahn. Wobei es sehr knapp ist. Wir sind hier mit dem zweiten gefahren. 9,9. Hier haben wir 9,8. Das ist schon mal traumhaft. Die beiden sind jetzt wirklich Gegner.
Diese fahren im absolut selben Zeitfenster. Wir haben jetzt noch die anderen auch getestet. Das Video wäre jetzt zu lang gewesen, nochmal alles durchzutesten. Aber die bewegen sich, kann man sagen, jetzt alle im Bereich, ja, 9,8, der schnellste, er hier. Und dann sind wir so 10,1. Und da, wenn man noch weiterfahren würde, würde man vielleicht auch die glückliche Runde mal schaffen und einen neuen vorne stehen haben. Somit ist der Test eigentlich richtiges Traumergebnis. Alle im gleichen Zeitrahmen. Wir konnten direkt schöne Rennen damit fahren. Was man auch sieht, so richtig vom Start weg war es nicht der Fall. Erst nach dem vielen Abziehen haben sich die Reifen angepasst. Die Reifenflanken sind auf dem Klebeband letztendlich kleben geblieben. Einer musste ganz ausscheiden, nämlich der pinke Porsche. Da war der Reifen einfach hinüber. Der konnte nicht mehr mitspielen in diesem Test. Es wäre natürlich jetzt wunderbar, wenn der Zustand so bleibt. Aber ihr habt es ja gesehen am pinken Porsche, der Reifen härtet aus, von dem her müssen die Reifen dann getauscht werden. Aber solange die Reifen in Ordnung sind, kann man mit diesem Carrera-Reifen auch schön fahren. Das ist auch wieder ein Ergebnis und wie man Reifen tauscht, was man dann machen kann mit PU-Reifen, da haben wir schon einige Videos. Schaut einfach hier mal rein, BMW gegen Audi, da wurde alles im Detail erklärt. Somit hoffe ich, dass alle Fragen beantwortet sind. Wenn nicht, schreibt in die Kommentare rein und ich wünsche euch dann viel Spaß beim Slot Racing und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Roland von slotblog.de. Tschüss.